Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Wir sind immer noch in der Frostinsel. Heißt es so, auf der Frostinsel? Ich weiß nicht, ob die... Ja, ich glaube, es ist die Frostinsel. Ich bin mir da nicht so sicher. Aber ich glaube schon. Ja, ich weiß gar nicht, wie lange wir das Projekt noch haben. Ich bin der Meinung, hier auf der Frostinsel endet das Ganze auch. Aber ich weiß halt nicht genau wann. Ich weiß nicht, wie viel wir noch machen müssen. Aber naja, werden wir schon sehen. Schade, kein Belebersamen bekommen. Laubklinge und Finsterfaust. Ja, super. Dann würde ich sagen, fixieren wir mal Absorber. Okay, ich musste gerade meinen Sound nochmal ein bisschen leiser machen. Das ist... Hey, der war laut, ey. Übel laut. Okay. Was wäre das für eine Falle? Ich glaube, das wäre eine Stolperfalle oder so? Nee, was wäre das für eine Falle gewesen? Keine Ahnung. Irgendeine Falle wäre das gewesen. Mach ich mal das. Greif doch Panzer Aeron an. Komm, der hat dann auch kaum noch KP. Mensch, zu ihr findest. Taktik ist wohl nicht so dein Spezialgebiet. Naja. Hier Treppe vielleicht? Nein, okay. Hier auch nicht. Was? Komm, im letzten Raum wahrscheinlich. Ja, letzter Raum. Super. Dunkeleisberg. Klingt geil, aber irgendwie ist das hier nicht so dunkel, ne? Ist eigentlich relativ hell hier. Okay, dann akzeptieren wir einfach mal. Akzeptieren wir. Spukball, aua. Okay, gut. Besiegt, ich wollte schon sagen. Wenn du das jetzt nicht besiegst, Zwirfinst, wäre es ein bisschen problematisch, wenn du dann noch einen Spukball in die Fresse kriegst. Aber gut, Belebersamen, schön. Sehr schön, sehr, sehr schön. Wir brauchen auch noch ganz viele Belebersamen. Später, wenn wir in der Hauptstory weiterspielen, da brauchen wir echt noch einiges an Belebersamen. Das könnte schwer werden. Es wird der härteste Kampf, also das Ende wird der härteste Kampf, den es in dem Spiel hier gibt. Stand jedenfalls auf der Seite. Der schwerste Kampf. Hoffen wir mal, dass es nicht zu schwer wird. Hoffen wir das mal. Nicht, dass wir da wieder 5 Jahre noch brauchen. Wir sind so Part 90 oder so und Part 100 sind wir fertig. Keine Ahnung. Das wär's. Das wär's. 10 Parts, nur der Kampf. Wäre schon, ja, krass. Würde ich jetzt mal meinen. Sind wir auf der Hälfte? Ja, wir sind auf der Hälfte. Okay. Na, wir sind schon ziemlich weggekommen. Bald werden wir wohl den Gipfel erreichen. Ja, wie dem auch sei. Ich habe keine Ahnung, was vor uns liegt. Sei wachsam. Ja, bin ich, natürlich. Es ist Riptane, der ist immer wachsam. Dunkeleisberg, Gipfel. Georockbrox nehmen wir gerne mit. Immer wieder gerne. Zack. Deine Ernte. Ich hasse Warpfelder. Oh, man ist immer so abgeschottet dann von seinem Team. Das ist so doof. Und Zwölfens läuft wieder aus der Map. Er ist wieder weg. Da ist er wieder. Okay. Ich habe eine Nachricht, glaube ich, bekommen. Egal. Egal. Meine Pizza ist auch gerade im Ofen. Das heißt, ich hoffe... Ja, dass wir jetzt nicht einen überlangen Part bekommen oder so. Ich muss ihn wirklich so ab 20, vielleicht auch am besten so 18 Minuten oder so muss ich dem enden. Damit meine Pizza nicht verbrennt. Weil ich würde die gern schon normal essen. Ich meine, ich mag schon Pizza ein bisschen knusprig, deswegen lasse ich sie allgemein sowieso immer ein bisschen länger drin. Aber zu lange wäre dann auch ein bisschen doof. Zu schwarz oder zu knusprig darf sie dann auch nicht sein. Deswegen... Aber ich dachte mir so, komm, ein Part, während ich die Pizza drin habe, kann ich noch aufnehmen. Aber auch nur Pokémon, weil den Rest der Projekte nehme ich ja am Stück auf. Deswegen, naja, wird schon irgendwie funktionieren. Ich lasse es euch dann im nächsten Part wissen, ob meine Pizza verbrannt war oder nicht. Dunkeleisberge-Gipfel. Ne, hier sind wir noch nicht am Ende, ne. Ne, ne, ne. Sieht fast so aus, als sei das hier die Spitze.
Und von hier aus führt der Pfad anscheinend noch, nur noch den Berg hinunter. Das sollte sehr viel einfacher sein. Reptane, pass auf, über dir! Was? Ja. Zwölfinst hat uns gerettet? Zwölfinst, du hast mich gerettet. Warum hast du mir geholfen? Na, geht es dir nur gut? Mach dir darum keine Sorgen. Pass auf, sie kommen. Oh Gott. Na, diese Typen. Fynontor, sie haben die Macht, Eis nach Beliebigen zu manipulieren. Aber... Gogi. Okay. Aber bei genauem Hinsehen sind sie derart von der Dunkelheit beeinflusst, dass sie völlig von Sinn sind. Sie sind wohl um einiges angriffslustiger als normalerweise. Gogi. Ein Kampf ist unausweichlich. Ich denke nicht, dass wir es nur mit ihnen zu tun haben, Reptane. Na, was? Was? Jo. Mammutel oder so, ne? Ist das ein... Das ist ein Mammutel. Wusste ich doch. Unter den Eis-Pokémon gelten Mammutel gemeinhin als die stärksten Vertreter. Ist doch Bodeneis, oder? Na, pass auf, es geht los. Zwölfinst hat uns gerettet. Ich bin gerade so ein bisschen geschockt, muss ich sagen. Schaufler. Zack, Zwölfinst kommt zu uns, genau. Fynontor nicht besiegt? Wie viel Leben haben die? Ich weiß es nicht genau. Okay. Besiegt. Schöne Sache. Ich wollte gerade sagen, greif mal bitte die an, Zwölfinst. Genau. Sehr gut. Pulverschnee von Fynontor. Aua. Greifen wir Fynontor oder? Wir greifen mal Mammutel an. Ja, es ist effektiv. Okay, sehr gut. Es ist effektiv. Das ist sehr, sehr gut. Okay, es schlug fehl. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Knirsche. Aua. Wir haben einen Belebersamen. Das ist also alles okay. Das ist alles okay. Die Finsterforce hat gesessen. Das ist sehr gut. Schutzschild. Okay, dann gehe ich mal hier hin. Ja, ich wollte, dass er mich angreift. Oh, schön. Sehr schön. Was machst du denn? So, das. Okay. Sehr gut. Zwölfinst wird hoffentlich nicht besiegt. Nein, okay, super geil. Wir haben den Belebersamen nicht verschwendet. Was? Immer noch nicht besiegt? Jetzt aber, danke. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Okay. Was? Einfach schnell abhauen. Okay. Ja, sieht so aus, als ob wir sie vertreiben konnten. Ich glaube, ich wurde von dem Eisbrocken verletzt. Zwölfinst. Ich glaube, es wäre schlau, wenn wir uns erstmal verstecken würden. Da ist ein Spalt in dem Kamm. Rein dort. Ach stimmt, jetzt kommt noch eine mega lange Laberszene mit Reptane und Zwölfinst. Stimmt. Was Zwölfinst uns gerettet hat, Alter. Heilige Kacke. Das ist... Vielleicht hat er sich wirklich schon geändert, ey. Vielleicht hat er sich wirklich ein bisschen geändert. Ja, das sollte erstmal reichen. Selbst wenn die zu Biris kommen, werden sie uns hier nicht finden. Bleiben wir ein Weilchen hier. Wir machen uns gleich wieder auf den Weg. Reptane. Ja. Er besitzt eine überraschend gute Beobachtungsgabe. Und beeindruckende Führungsqualitäten. Als er mit Doki und Dragon zusammengearbeitet hat. Er hat schon eine Reihe ernster Situationen überstanden. Und seine Stärke und Ausdauer. Zudem hat er einen starken Willen und glaubt nicht an ein Scheitern. Ich frage mich, woher das alles kommt. Übrigens, vorhin, als dieser Eisbrocken sich direkt über mir löste, erzähl mir nicht, dass du mich retten wolltest. Das war ein Missverständnis, Reptane. Lass uns eines klarstellen. Ich verabscheue dich. Ich hatte eigentlich nicht vor, dir zu helfen. Aber ich habe dich trotzdem geschützt. Ich glaube, dass ich zurzeit deine Kraft benötige. Das war der Grund. Ich brauche dich, um mit diesem neuen Gehilfen abzurechnen. Na, hast du gerade gesagt, dass ich dir helfen soll? Mit diesem neuen Gehilfen abzurechnen, meine ich. Der neue Gehilfe ist der auserkorene Zeitreisende.
Auch wenn ich dich nicht darum gebeten hätte, wäre er doch Teil deiner Herausforderung, nicht wahr? Um den neuen Gehilfen aus dem Weg zu räumen, sollten wir gemeinsame Sachen machen. Eventuell müssen wir auch... Es könnte sein, dass wir auch gegen Meister Dialga antreten müssen. Wenn es so käme, würde ich dir sehr wohl sehr entgegenkommen. Würde es dir wohl sehr entgegenkommen. Oh Mann. Ja, was machen die Wunden, die du dir von dem Eisbrocken zugezogen hast? Sie sind kein Grund zur Sorge. Und verglichen mit vorher habe ich wohl einen Großteil meiner Kraft zurückgewonnen. Der Schaden aus dem Kampf zwischen uns beiden war deutlich spürbar und ist jetzt selbst noch. Ist es selbst jetzt noch. Wenn du dich darüber auslassen kannst, geht es dir wohl schon wieder recht gut. Wir machen uns gleich wieder auf den Weg. Aber da ist noch etwas, was ich dich fragen wollte. Und das wäre? Reptane, du. Warum? Warum kämpfst du so unübermüdend für diese Sache? Du sagtest bereits, es sei für die Zukunft. Du sagtest auch, dass du für eine bessere Welt kämpfen würdest. Aber wenn du damit Erfolg haben solltest, würdest du verschwinden. Und deine eigene Zukunft wäre es... Nun, es wäre schlecht um sie bestellt. Und kann einer solchen Sache... Ich könnte mich nicht dazu entschließen, selbst zu verschwinden. Das werde ich nicht glauben, nicht erlauben. Und deswegen frage ich mich, woher dein Ehrgeiz kommt, dieses Ziel zu erreichen. Ja, Zwölfinst. Ich verstehe, dass du nicht verschwinden willst. Aber was mich angeht, lass es mich so ausdrücken. Selbst wenn wir verschwinden müssten, selbst wenn ich verschwinden müsste, ich wäre eigentlich immer noch hier. Wie meinst du das? Nichts ist von Dauer. Wenn der Verlauf der Geschichte nicht geändert wird und wenn die Welt in diesem Zustand der Dunkelheit verbleibt, eines Tages werde ich sowieso nicht mehr hier sein. Und weil das so ist, ist der Zeitpunkt des Abschieds nicht ausschlaggebend. Es ist nicht wichtig, wie lange du unterwegs gewesen bist. Es zählt, was du auf deinen Abenteuer erreichen kannst. Konntest. Unterwegs. Auf deinen Abenteuern. Was du erreichen. Solange ich etwas erreiche, bin ich ein leuchtendes Beispiel für andere. Ich möchte, dass andere mich und meine Taten wahrnehmen. Wenn ich also etwas wirklich Wichtiges erreiche, würde dies auf jeden Fall bis in die Zukunft hineinreichen. Nein, nicht nur bis in die Zukunft, auch bis in die Zukunft von Droki Dragon. Ich glaube, dass zwischen uns eine enge Verbindung besteht. Durch sie bestehen meine Taten fort. Und die Auswirkungen meiner Taten können andere inspirieren. Wenn ich also verschwinde, werden meine Taten fortbestehen. Somit. Das würde doch bedeuten, dass Taten Bestand haben, nicht wahr? Auch wenn ich verschwinde, ich wäre immer noch hier. Meine Taten würden für mich sprechen. Wir haben uns genug ausgeruht. So, wollen wir weiter? Jo. Ich glaube, Zwölfins entwickelt sich langsam zu was anderem. Zu einem besseren Pokémon. Huiuiuiui, ey. Die ganze Zeit in diesen Stimmen reden, ist halt echt ein bisschen schwer. Was ist das denn? Okay. Ja, diese Eissäulen sind wirklich auffällig. Und auf den Säulen, da ist etwas. So, sie knistern vor Elektrizität. Was für ein sonderbarer Ort. Und nicht schon wieder, Schnäppke. Ja, sind das. Wer ist da? Ganz ruhig. Er ist anders als die, denen wir vorher begegnet sind. Ich weiß. Ich wollte ihm auch nicht heimzahlen oder so. Ich möchte mit ihm reden. Das bringt doch nichts. Du wirst nur wieder eine schmerzvolle Erfahrung machen. Aber es gibt hier keinen Pfad, also können wir nicht anders. Hey, du da. Okay. Warte, bleib hier. Ich möchte mich nur unterhalten. Okay. Sofern du es weißt, verrate mir bitte. Ist hier vor uns jemand vorbeigekommen? Oh, die. Oh, ja, die habe ich gesehen. Vorhin ist hier ein Haufen furchterregender Pokémon vorbeigekommen. Zum Iris, soweit ich weiß. Ist das wahr? Wohin sind sie gegangen? Sie sind dort lang. Oh, sie sind in den Eiszapfenwald. Hast du nur Zubiris gesehen? Nein, es war nicht nur Zubiris. Jetzt, wo du es erwähnst, die Zubiris trugen ein anderes Pokémon. Dieses Pokémon war rosa und sehr hübsch. Ja, Celebi. Celebi wurde... Es wurde bereits gefangen genommen. Noch andere Pokémon?
Es hätte noch ein weiteres Pokémon bei Ihnen sein sollen, das stärker aussieht als die Zubiris. Hm, lass mich überlegen. What? Wie bitte? Was ist das denn? Gönn dir, Bruder. Die Elektrizität der Säule. Sie hat deutlich zugenommen. Oh, hey. Oh, Mann. Sieht fast so aus, als ob sie sich beruhigt hat. Okay. Hey, was ist denn plötzlich mit ihm los? Wie auch immer. Celebi und die Zubiris müssten kurz vor uns sein. Ich konnte jetzt noch keine Bestätigung mehr von Schnäppke bekommen. Aber die Chance steht gut, dass Meisterjäger und sein neuer Gehilfe dort sind. Ja. Das war ein erster guter Hinweis. Wir werden sie nicht entkommen lassen. Knöpfen wir uns die mal vor. Man hat hier gerade noch einen kleinen Sprite von Schnäppke gesehen. Ganz leicht, ganz minimal. Ist ja cool. Wir sind jetzt bei 16 Minuten. Ich glaube, wir beenden hier den Part gleich. Wir haben ein bisschen zu viel Dinelbeeren. Wir behalten mal 5 Dinelbeeren. Top-Elixierer haben wir auch noch 3 jetzt wieder. Flieor behalten wir auch mal. So. Ja, wir beenden jetzt den Part. Er ist ein bisschen kürzer, aber es lohnt sich jetzt nicht mehr, den Dungeon zu betreten. Das ist das Problem. Wir beenden jetzt hier den Part, Leute. Und sehen uns bei das nächste Mal wieder. Fingerknacken. Haut da rein.